So, weiter geht's mit der neuen Folge. Wir sind auf dem Weg runterwärts und ich habe meine Schaufel dabei, weil ich schon gesehen habe beim Runtertauchen. Hier liegt da so eine Schuppe. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wie wir diese Schuppen brauchen. Jetzt habe ich das gerade nicht im Kopf. Ich habe auch noch nicht diesen Smoothie genommen. Wenn ich hier erst ein bisschen umschauen wollte, kann ich eigentlich. Ja, ich dachte, es geht nicht, wenn man vielleicht die, das Licht in der Hand hat und das Schaufel garantiert, aber doch, es funktioniert. Noch mal kurz zurück und hol Luft und dann gucke ich noch mal in diese Luke, beziehungsweise ich schaue mal, ob diese Luke, in der wir schon mal waren, immer noch zu ist oder ob wir da mittlerweile reingehen können. Und wenn nicht, dann schaue ich noch mal da rein, wo ich gerade drin war. Hier liegt auch noch ein Knochen, aber den ignoriere ich jetzt noch. Aber es sieht mehr wohl, da sind zwei Dinger rot. Ich glaube, sie geht noch nicht auf, oder? Ich muss noch zwei andere Dinger finden. War doch noch was. Was ist denn das? Kommen wir da hin? Nee, ne? Hier ist Glas. Bin ich hier irgendwo rein? Hier ist nichts, ne? Das müsste von oben irgendwo gehen. Da wird mir zurückschleudert. Wie fies ist das denn? Okay, jetzt sterbe ich gleich. Ich finde mal raus. Oh, hier ist ein Space. Ich finde nicht mehr raus und ich habe noch 99 Sekunden. Also manchmal kriege ich Panik. Ja genau, schleudere mich mal. Oh, nein, aua, aua. Stopp. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich war. Hier hinter. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Jetzt kommt hier auch noch. Wo hat die versteckt? Oh, ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob ich das schaffe. Einfach mal. Bräuchte ich hier auch solche Dinge, die einen vorpusten? Nee, ich glaube, es sieht schlecht aus, aber echt voll knapp. Ach, verdammt. Wenn ich bis zum Rohr noch kommen würde. Gerade jetzt ist Ausdauer niedrig. Es kam gerade eins. Komm. Oh Gott, war das knapp. Moment. Puh. Okay, den zweiten haben wir angeschaltet. Es fehlt nur noch der letzte. Ich weiß noch. Ist der vielleicht weiter hinten oder weiter oben? Ich möchte noch mal kurz da reingucken. Ich weiß auch schon gar nicht, wo der Dreher ist. Was ist denn hier? Ach, hier kann man. Wow.
Hier bin ich rein, ne? Ja, genau. Es ist hier nichts. Ich wüsste schon gar nicht, wo der letzte Dreher ist. Oh Gott, das ist eine Spinne. Darf man hier überhaupt sein? Hier sieht alles so... Oh. Gehen wir lieber wieder zurück. Machen wir wieder unseren Speed-Swim durch die Spinne. Moment, ich brauche Speed. Die war da oben. Habt ihr das gesehen? Meint ihr, ich krieg die so? Kommen die hier raus? Hab ich jetzt drauf geklickt? B fehlt noch. Heißt es, wenn der B heißt, er ist irgendwo zwischendrin? Muss ich schlafen, weil es dunkel ist? Ja. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Das ist immer noch zu. Aber ich kann das verdorbene Fleisch rauswerfen. Das habe ich gerade gehört, dass das verdorben ist. I have limits. Or I guess I thought I did. At least it's clean. Ish. Hier komme ich immer noch nicht rein. Okay. Hier war ja nichts mehr. Okay. Hier komme ich auch nicht raus? Nein. Okay, hier können wir nichts weitermachen. Aber ich glaube, hier. Vielleicht müssen wir hier nochmal her. Wenn wir das B gefunden haben. Ist auch noch versperrt. Die macht gar nichts. Die backt auch da drin. Irgendwie schon was, aber... Selbst schuld. Die bringen auch Netzfaden. Okay. Brauche ja Luft. Habe ich eigentlich noch meine 200 Sekunden? Ne, 160. Okay. Wo könnte denn das sein? Hier hinten irgendwo? Oh Gott, hier ist die Spinne. Lass mich raus, da war später, ist doch schon da. Da oben. Ich möchte mal kurz hier reingehen. Vielleicht muss ich hier noch was machen. Wenn nicht, gehe ich da in diese Tür, wo wir letztens schon mal drin waren. Also in dieser Luke. In der Öffnung. Vielleicht kann ich hier noch was machen.
So. Muss ich hier noch was machen? Nö. Hier ist alles grün. Hier kamen die eh schon immer durch. Nee, das ist noch zu. Okay. Dann gehen wir mal in die Luke. Die können wir holen, wenn wir sie mal brauchen. Beziehungsweise... Mal kurz. Doch, das kann ich nur an der Werkbank machen. Es braucht eine Werkbank. Sonst hätte ich mir jetzt hier eine Laterne nachgebaut, aber hier gibt es ja keine Werkbank. Ich will aber dann gleich mal hochgehen, weil die Laterne ist bald kaputt. Hier rein. Da hier sämtliches Zeug zu ist, entweder durch diese Tür oder ich muss hier irgendwo einen Schalter finden. Was ist das? Nee. Dann schätze ich mal, ich muss erstmal durch diese Küche. Kommt hier wieder so ein Tapsi? Das verändert, ne? Seit dem letzten Mal, wo wir hier waren, oder? Das sieht aus wie eine Zwiebel. Plumpt ab. Ich verstehe die Zeichnungen nicht. Was ist hier? Was ist denn das? Sieht aus wie ein... Sieht irgendwie aus wie ein Brokkoli. Wie ein rosa Brokkoli. Hier gibt's nix. Hier lag was. Tag 36. Also doch Rosenkohl? Okay. Ist hier irgendwas? Also da hinten der Schreibtisch, der ist auch ein bisschen unbelohnt. Okay. Wenn die rot ist, ist sie, denke ich mal, aus. Das ist zu. Hier geht's ins Wasser. Light. Burn back the ich hab bald nichts mehr. Hier ist doch nichts, oder? Das war so klar. Aber muss ich irgendwas machen? Ich habe ja hier keinen Schalter, den ich irgendwie umlegen kann. Ne? Vielleicht hier runter? Weil hier ist auch dunkel. Ich hab doch nichts mehr. Ne, hier ist auch zu. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Muss ich hier noch was machen? Nee.
Hier kann ich auch nichts machen. Nee. Irgendwie nicht. Da war ich schon drin. Die beiden Türen hier fehlen mir noch. Ich würde aber erst mal hochgehen. Noch eine Lampe bauen. Dann schaue ich noch mal runter. Das kann ich ja mal kurz schneiden, bis wir oben bin. Bis ich oben bin, so rum. Und dann kann ich euch wieder mit dazu holen. So, jetzt bin ich wieder hier unten mit Licht. Hier war, glaube ich, zu. Hier war zu. Ich habe jetzt schon mal draußen ein bisschen rumgesucht, aber so wirklich habe ich noch nichts gefunden. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich schon mal war. Hier war ja auch zu. Hier kann man nichts machen. Wir müssen irgendwie hier drüben reinkommen. Hier ging unser Licht aus, als wir hier drin waren. Hier ist auch nicht viel. Was ist hier? Nichts. Oh, hier geht's weiter. Gleich ein Problem, weil ich nicht mehr weiß, wo ich rausgekommen bin. Schon gesehen, nur es nützt mir nichts. Ich muss dann mit der Schaufel hin. Hä, sind wir jetzt? Ach, wir sind jetzt in dem anderen Labor. Ich habe den Weg zurück nicht mehr gefunden. Ich wollte da unten gerne noch dieses GB, aber ich weiß nicht, was da war. Waren da Spinnen? Wir müssen diesen Ton da wegkriegen. Ich weiß nicht, warum ich immer so eine Musik hatte. Ich weiß nicht, was da war. Ob das tatsächlich Spinnen waren? Oh, ich komme hier nicht durch. Wo war denn das? Hier, oder? Ich weiß nicht, warum ich diese Musik hatte. Zeit habe ich noch. Wenn ich wieder rechtzeitig rausfinde. War hier noch was? Mir war so, als hätte hier noch was geleuchtet, aber dann war es wahrscheinlich nichts. Fahren wir hier durch.
Leute, ihr könnt mich in sowas vergessen. Hier drin waren wir, oder? Gottes Willen. Hilfe. Ja, ich auch. Ja, ich glaube, ich würde unten nicht lange überleben. Details anschauen. Muskelspross. Was für den Muskelspross? Testküche, um Gottes Willen. Also. Zwiebeln. Naja. Hier war nichts weiter, ne? Das ist zu wie anders. Warum sollte es auch jemals anders sein? Immer bitte die Check. Hier kamen wir her, ne? Das haben wir gesehen. Moment, ich gucke erstmal hier hinten. Hier ist nichts, sieht alles gleich aus. Ich möchte ja wissen, was auf diesen Geräten hier zu sehen war. Also, was steht hier? Energieleitungssteuerung. Ich sehe nichts. Anmeldung, pack das mal weg. Anmeldung, Tully Wendell. Starte den Computer im Biodome neu. Weiß ich, wo der ist? Kann man jetzt hier durch? Oder erst, wenn ich den Computer gestartet habe. Wow. Yo! Hallo? Ach, F doch die. Wortens. Nicht da. Einen Schlag habe ich bekommen. Ich hasse diese Dinger. Das jetzt immer noch zu oder auch offen? Ah, da sind wir. Da oben war, glaube ich, alles offen, ne? Hier wäre, glaube ich, nur das eine. Genau, und das hatten wir schon offen. Können wir schlafen? Anyone else tired? Just me? Lass uns mal schlafen. Das ja mitnehmen. Wie viel Platz haben wir denn? Ach, wir haben Platz. Ja. Alles Ausräuber. Aber mal bitte wieder das da weg. Und das da in die Hand. Hier kamen wir. Nein, kamen wir nicht. Oh, ich habe gerade gesagt, nimm das weg. Oh,
behalte es, glaube ich, doch lieber in der Hand. Hier waren wir gerade. Nein. Ach Gott, Leute, ich kenne mich nicht mehr aus. Hier sind Fußstapfen. Nein, hier waren wir noch nicht. Ach, warum habe ich es geahnt? Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ach Gott, das mache ich doch. I have limits. Or I guess I thought I did. Hatte keine Ausdauer. At least it's clean. Ish. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir letztens waren. Ah ja, ich kenne mich aus. Okay, weil die Kuppel ist wieder zu, ne? Da war es ja gut, dass wir das letztens gemacht haben, weil sonst hätten wir das noch gar nicht gesehen. Wie es zuerst war. Und jetzt nach dem Update. Das ist cool. Was ist das? Light! Burn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Ja. Der Chip ist doch dann wahrscheinlich da oben, oder? Ist das dunkel? Okay. Nett. Nee, hier ist kein Chip. Wir hatten nämlich letztens unsere Chips hier, aber nö, hier sehe ich nichts. Jetzt geht's auf. So gut gemacht. Kommt die Musik von hier? Die kam von da oben, ne? Nee, von woher kommt die Musik denn? Ja, hier ist kein Chip, oder? Ging es ja eigentlich nur wieder raus. Ja. Nee, ich muss da noch mal hoch, weil da oben war ja hier. Alden Practical Technologies, Dr. Wendell Tolley, Science Division, Log 88.07.01. First test demonstration of the spacer, Director Hubert Picon in attendance. Begin recording. Everyone, thank you for coming. Today, I will show you nothing less than a quantum leap forward in technology. This is the spacer. It is a machine that has the power to shrink any object many times over, unleashing the power of the miniature world. Now, I'm sure that some of you will be skeptical, but I have no doubt that a demonstration of this device will show you a vision of the future, of ominous future, of our future. Now, if you will all put on your peeper goggles, I'll begin the demonstration. Behold, the future!
your seats. This is a minor issue, I assure you. Just give me a moment. I can fix this. I can fix this. Ich weiß gerade noch nicht, wo der Chip sein soll. Und ich überlege gerade, wo noch geschlossene Türen waren. Ich glaube nirgendwo mehr. Ne? Hier oben war ja nichts mehr. Nicht, dass er irgendwo auf dem Weg liegt, aber das glaube ich jetzt eher weniger. So sollte er hier irgendwo auf dem Weg liegen. Was sind denn das für Dinger? Dabei allerdings sich sehr schmerzhaft wehrt. Magendrücken. Wollen wir die mal mitnehmen? Ich meine, kann die verfallen? Nee, ne? Ja. Wo war denn die angesteckt? Wenn wir es schon mal mitnehmen können. Sonst wäre es ja nicht hier, oder? Hier war ich schon. Oh Gott, das war... Nee, hier war jetzt kein Chip. Okay. Die muss ich noch mal gucken. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich hier rauskomme. Beziehungsweise will ich überhaupt komplett raus? Ich wollte ja noch... Ich will nur mal kurz was schauen. Hier wird es ja rausgehen, ne? Moment. That's not so bad. I know I'm a picky eater, but still... Ich mache mir erstmal wieder Laterne. Jetzt muss ich kurz mal was testen. Moment. Also die ist immer noch zu. Die muss irgendwie anders aufgehen. Und hier kam ich heraus, ne? Wir brauchen auf jeden Fall diesen Chip noch. Ich gehe jetzt nochmal hoch, statt mich nochmal richtig aus. Und dann gehen wir in der nächsten Folge nochmal runter. Das sind zwar ein bisschen viel Teichfolgen hoch. Aber ich will das jetzt unbedingt machen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ich möchte diesen Chip finden. Das machen wir dann, glaube ich, auch noch. Sonst kann ich nicht schlafen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.